Der Begriff Armut wird grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt. Einmal gibt es die absolute Armut und einmal die relative Armut. Die absolute Armut ist ein Leben am äußersten Rande der Existenz. Sie ist gekennzeichnet durch eine unzureichende Mittelausstattung, um lebenswichtige Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung und Zugang zu Trinkwasser und ein Dach über dem Kopf zufriedenzustellen. Menschen in absoluter Armut müssen permanent um ihr Überleben kämpfen. Der gebräuchlichste Indikator für die Messung der absoluten Armut ist die Verfügbarkeit von unter einem Dollar pro Tag. 2012 lebten auf der Welt ca. 7 Milliarden Menschen. Hiervon lebten ca. 13% in absoluter Armut. Dies entspricht ca. 900 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 10 Menschen in absoluter Armut auf der ganzen Welt leben, so befinden sich davon 4,5 in Afrika, das entspricht ca. 45% der Gesamtheit aller Menschen, die in absoluter Armut leben, 3,6% leben dann in Südasien, 1,8% in Ostasien und im Pazifik und 0,1% im gesamten Rest der Welt. Bei der relativen Armut hingegen werden die Grundbedürfnisse der Menschen zufriedengestellt. Das heißt, sie haben Zugang zu Essen und Trinken sowie zu einer sicheren Unterkunft. Jedoch mangelt es ihnen an materiellen und immateriellen Gütern, wie zum Beispiel einem Auto oder einem Friseurbesuch. Die relative Armut wird im Vergleich zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft gesetzt. Dabei wird das Durchschnittseinkommen eines Landes gemessen. So gilt in Deutschland jemand als relativ arm, der weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Jedoch schwanken diese Grenzen zwischen den verschiedenen Ländern. Üblich ist jedoch eine Armutsgrenze zwischen 40% und 60%. Deshalb ist die relative Armutsgrenze auch von Staat zu Staat verschieden. Otto lebt in Deutschland. Er fährt einmal im Jahr mit seinem Auto in den Urlaub und besitzt ein Smartphone und ein Laptop. Anna lebt in der gleichen Stadt. Sie besitzt jedoch kein Auto und kann es sich nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. Otto hat ein monatliches Einkommen von 2000 Euro, welches dem deutschen Durchschnittseinkommen entspricht. Anna hingegen hat nur ein monatliches Einkommen von 900 Euro. Sie gilt in Deutschland als relativ arm, da sie weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens hat. Würde sie mit dem gleichen Einkommen in Afrika leben, so würde sie nicht als relativ arm gelten, sondern hätte ein mittleres Einkommen. Doch was führt jetzt zur Armut? Die Ursachen von Armut sind unter anderem keine Bildungsmöglichkeiten und damit kein Zugang zu gut bezahlten Jobs. Das führt dazu, dass sie ein schlechteres oder eben gar kein Gehalt bekommen und es ihnen nicht möglich ist, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Keine Gleichstellung von Mann und Frau kann dazu führen, dass Frauen in Jobs schlechter bezahlt werden, diskriminiert oder misshandelt werden und sich bei ihnen Armut einstellt. Auch durch die Ungleichstellung von Mann und Frau haben häufig in zu Armut neigenden Ländern viele Frauen noch weniger Bildung als die Männer. Auch Krankheiten oder Unterernährung führen zur Armut. Auch von Menschen hervorgerufene Armut ist möglich, zum Beispiel durch Kriege und Terrorismus werden den Menschen ihre Unterkünfte entzogen. Durch Hunger in einem Land kommt es zu mangelnder Gesundheit und geringerer Leistungsfähigkeit. Dadurch gibt es eine allgemein schlechtere Entwicklung des Landes und Defizite im Bildungsbereich. Das wiederum führt zu einem geringeren Einkommen. Allgemein ergibt sich hieraus der Teufelskreis der Armut. Nicht zu vergessen ist, dass Armut überall auf der Welt präsent ist und noch viel getan werden muss, um die Armut aus der Welt zu schaffen.